Hallo und herzlich willkommen beim Brick Freak. Heute bauen wir mal wieder was von der Firma Xinyu oder Happy Build, je nachdem. Und zwar hat mich ein alter Bekannter sozusagen angeschrieben. Der hat einen Shop RC Fancier, habe ich schon zweimal hier vorgestellt auf dem Kanal. Das erste Mal hat er mir einen Rael Jeep Wrangler geschickt, ferngesteuert, der war super. Das zweite Mal den Thai Bomber Mock, der war auch in Ordnung, absolut. Jetzt hat er mich gefragt, ob ich für ihn hier auf dem Kanal von der Firma Xinyu den Toyota Geländewagen vorstellen will. YCQC012-2101 Teile mit offizieller Toyota Lizenz und allem drum und dran. Also auch die Chinesen können Lizenzprodukte Lego, ne? Also ne, das hier. Und mit hochwertiger Verpackung und allem. Ich war überrascht, dass er hier mit Verpackung angekommen ist. Wenn ihr dort im Shop was bestellt, weiß ich nicht, ob es mit Verpackung ankommt. Aber das hier war aus Deutschland versendet, aus Mörfelden. Ich war ziemlich überrascht. Guckt mal unten in die Videobeschreibung. Das sind zwei Links. Ein Link. Vielleicht zwei, aber ich glaube nicht, dass es ein Cloudamok ist. Also wer das Set hier kaufen will und den Kanal ein bisschen unterstützen, ist es kein Affiliate-Link. Aber es hilft mir mit Sicherheit, dass ich ab und zu mal wieder ein Modell kriege, weil sonst hätte ich euch den hier nicht vorgestellt. Den hätte ich nicht gekauft, ganz ehrlich. Insofern bedanke ich mich mal bei RC Fancier hier für dieses Testobjekt. Aber Firma Xinyu haben wir, glaube ich, schon zwei Sets gebaut. Qualität war sehr, sehr gut. Schauen wir mal, ob das hier bei dem Toyota auch der Fall ist. Ich rocken gleich mal auf. Ne? Gucken wir mal, was drin ist. Vor allem, ich bin sehr gespannt, ob es die statische Version ist oder die Power Functions Version. Ich weiß nichts darüber. Wir werden sehen. Ja, und nach dem Aufbau, oder nach dem Auspacken, nach dem Aufbau, nach dem Auspacken haben wir sieben Bauabschnitte, A2 bis 4 Tüten für die 2100 Teile. Wir haben drei Tüten mit Pins. Leider die Dreier in Blau. Ne? Also, ja, was soll's. GoBricks-Teile, ihr seht es an den Beutel mit den Nummern. Also hat Xinyu oder Happy Build hier auch wieder, Gott sei Dank, GoBricks-Teile. Insofern denke ich, werden wir kein Problem haben, das Ding zusammenzuzimmern. Und meine größte Freude, er hat ihn mir inklusive Power Functions und allem geschickt. Da haben wir die Power Unit, das ist der Servo, Micro-USB-Kabel zum Laden, LED-Beleuchtungsstrang, drei Stück, sehr schön, die typische Moleking Batteriebox, 2,4 GHz, ob die jetzt auch mit einer App steuerbar ist, ob hier auch der Bluetooth-Controller drin ist, wie bei den Moleking-Sets, oder ob hier nur 2,4 GHz sind, kann ich euch nicht sagen. Fernbedienung, also Handy benutze ich ja eh nie. Oh! Dann hier was ganz Cooles. Wir haben nicht die normale Moleking-Fernbedienung. Wir haben eine Zug-Fernbedienung. Es fehlen auch die Schultertasten und alles und es ist Infrarot. Wir werden sehen, oder es sieht auf jeden Fall nach Infrarot aus. Wir werden sehen. Was haben wir hier? Ein M-Motor. Ne, L. M. Und L. Also gut, wir haben vier Motoren plus Beleuchtung. Hier haben wir die Bauanleitung. Und die ist richtig cool, also jetzt mal, ne? Weil die gehen so ein bisschen den Weg, den da auch Lego macht. Also wir sehen hier die Vergangenheit des kultigen Toyota Land Cruiser. Alle möglichen Sachen dazu, also haben sich richtig aufwendig hier gemacht, kann man nicht sagen. Einen Mini-Stickerbogen, das finde ich sehr schön, dass die Chinesen sich da auch Mühe geben. Weil jetzt kann auch keiner mehr argumentieren, die haben hier keine Kosten zu zahlen. Ne? Deswegen sind Lego-Preise sind gut, weil
Das Set hier hat natürlich auch Lizenzkosten, hat eine Verpackung, hat eine aufwendige Bedienungsanleitung, ist selbst entwickelt und ist trotzdem. Ne? Und das hier ist auch gut, das Teil habe ich so auch noch nie gesehen. Was er im Hintergrund übrigens hört, ist, mein Hase hat Freigang. Kaninchen. Seht ihr das? Das Teil habe ich so noch nie gesehen. Plus Kardangelenke. Gut, da fangen wir mal an zu bauen. Ich sperre das Kaninchen wieder ein. Ich weiß nicht, was es gerade auseinandernimmt. Ja, hier wollte ich euch gerade nochmal die Anleitung zeigen. Ja. Hier 1951 das erste Modell, 1960 der 20er und seit 1984 dann der J40, der mit Verlande unter Umständen in jedem Land auch anders heißen. Ne? Hier dann Four-Wheel Drive, dann hier nochmal ein Schema, was alles wie wo rausgekommen ist und wo er gebaut wird und. Hier dann ist schön, für jeden Bauabschnitt gibt es dann nochmal ein Bild, was wir gerade bauen und was da vielleicht ein bisschen besonders dran ist. Also haben sich echt Mühe gegeben. Da kann man nichts sagen. Oh, Kamera. So, was ich euch aber noch zeigen wollte, auch hier haben wir wieder Carbon Fiber, die Achse hier, und wird dann auch extra in der Anleitung erwähnt. Also die Anleitung ist wirklich top. Ja, extra Carbon Fiber. Und man sieht auch überall, wie die Zahnräder stehlen sollen und so weiter. Also Xinyu, richtige Top-Anleitung. Das ist sogar noch, glaube ich, ein Tick besser als bei Moleking. Das lässt sich wirklich super bauen. Und da wollte ich euch nochmal die Kardangelenke hier aus Metall zeigen. Ob die bei dem Modell nötig sind, das werden wir sehen. Und das hier finde ich auch ein cooles Teil. Ich schätze, hier kommen später dann die Scheinwerfer rein. Und von hinten sieht es so aus. Ja. Hier vorne ist wie Art Gummi. Selten. Naja. Bauabschnitt 1 haben wir nach einer halben Stunde geschafft. Und hier im Bauabschnitt 2 Get out of trouble by stretching the rope. Ja, also wir bauen die Seilwinde ein oder der Automobile Winch. So, Bauabschnitt 1 hat uns das hier gebracht. Ja. Na, willst du oder willst du nicht? So, gut. Wir haben den 6-Zylinder-Motor, der mitläuft, allerdings wie immer, oder wie in letzter Zeit oft bei den Mocs. Ne? Ihr seht die übliche Bauweise mit kurzen Achsen und den Achsstoppern und den Ding. Okay, dann haben wir hier innen drin Schaltung verbaut. Und hier, mehr nicht. Zack, zack, lässt sich alles bis jetzt wunderbar bauen. Aufbau ist simpel, ist logisch, man muss nichts verbiegen, macht Spaß. Bauabschnitt 2 ist erledigt und wir haben den M-Motor für die Seilwinde eingebaut und wir haben den Servo für die Lenkung eingebaut. Lässt sich alles wirklich gut bauen, problemlos. Hier hoffentlich später mal die Lenkung. Was noch ein bisschen komisch ist hier unten, das schwebt noch so in der Luft hier. Das ist noch nicht arretiert. Vorne, wie gedacht, kommen die schönen Scheinwerfer in das Toyota-Schild. Das ist schön gemacht. Das sieht wirklich top aus. Bei so einem Sonderteil, bei so einem lizenzierten Modell, habe ich dann auch kein Problem mit. Wenn das irgendwie Porsche, Toyota oder sonst was draufsteht, ist es absolut in Ordnung. So ein Modell baut man im Normalfall ja auch nicht wieder auseinander. Wie gesagt, hier haben wir die Lenkung. Lässt sich top bauen, die Anleitung ist gut. Ein, zwei fummelige Stellen, wo man mal unter Umständen mit der Zange ein Zahnrad halten muss, um die Achse durchzuschieben, weil man mit den dicken, klobigen Fingern nicht reinkommt. Aber ansonsten problemlos. Hier habe ich jetzt noch die Kardangelenke eingebaut, die normalen aus Plastik für die Seilwinde. Ich denke, die müssten dem Druck standhalten. Die Seilwinde ist hoffentlich ja nicht so stark. So, Bauabschnitt 3 begrüßt uns jetzt mit dem Suspension Shock Absorber. Ja, provide a strong support for climbing. Also gut. So soll unser Auto nach Bauabschnitt 3 aussehen. Schauen wir mal. Ja, in der Mitte von Bauabschnitt 3 und wir haben sozusagen
das Grundgerüst im Groben und Ganzen fertig. Federweg hier ist, das ist ziemlich hart gefedert für einen Geländewagen, muss man schon deutlich sagen. Der Aufbau, sowas habe ich noch nie zusammengebaut. Mittlerweile habe ich ja einiges an Technik, bin nicht der Technikexperte, das wisst ihr, ich mache immer wieder Bocknist oder denke, es ist woanders drum und so weiter und so fort, ihr kennt mich. Aber ihr wisst auch, dass ich mittlerweile wirklich genug gebaut habe. Aber das ist dann doch noch mal ein bisschen anders als der Rebel Tow Truck oder der Greyhound Buggy oder Greenhound Buggy, die ja das ähnliche System haben, ne? Hier durch die Kugeln den Antriebsstrang durchzueiern und das hier separat zu lassen, was dann nur mit den Stoßdämpfern und den Verbindungsstangen am Rest vom Gehäuse festgemacht ist. Aber es ist doch recht ungewöhnlich. Also gerade was Lenkung betrifft, nachher jetzt bin ich echt mal gespannt, ob und wie das Ganze funktioniert. Sehr, sehr ungewöhnlicher Aufbau, sage ich jetzt mal. Aber es lässt sich gut meistern, es ist relativ durchdacht, also von daher alles okay. Bauabschnitt 3 ist geschafft, jetzt haben wir auch die finale Länge, kam hinten hier noch 5 Studs Länge dazu. Qualität, brauche ich nichts sagen, Gobrix, lässt sich wirklich top bauen. Und es ist einfach auch gut und einfach konstruiert. Also wie gesagt, die Steuerung bin ich noch ein bisschen gespannt und die Federung ist natürlich ein bisschen unpassend für einen Geländewagen. Aber ansonsten ist es bis jetzt absolut okay. So, Teil 4, Folding Seat, aha. The front and rear seats can be folded in and out. Okay, dann schauen wir mal. Also Bauabschnitt 4 scheint wirklich nur die Sitze zu sein. Naja, dann geht es wenigstens auch schnell. Obwohl halt, aha. Naja, hier, ihr seht, da ist doch noch deutlich mehr. Gut. Bauabschnitt 4 ist erledigt. 4, 5 liegt vor uns. Bringt uns die Seitenlinie. Hier, rote Achse. Warum nimmt man hier rot, wenn man... Na, egal. Nicht aufregen, Frank, nicht aufregen. Ruhig, brauner, ruhig. Aber das ist doch echt... Okay. Oder hier... Warum nimmt man hier nicht schwarz? Und lauter so Sachen. Aber gut, okay. Über die Pinne. Man kann loben, man kann meckern. Was soll's. Die Pritsche hier hinten. Hier kommt später der Antrieb hin. Ja, der kommt wirklich hier dran. Ich bin gespannt. Aber Antrieb kommt hier hinten drauf. Sonst gibt es nicht viel zu sagen. Bis jetzt überhaupt keine Probleme mit dem Bau. So, als nächstes ist 5 vor uns und bringt uns The Door Can Open. Okay, also wir bauen das Dach oben drauf und die öffnbare Heckklappe. Equipped with fuel tank, spare tire and engineer shovel. Okay, also wir sind ausgestattet danach. Wir sind ausgestattet danach. So, Bauabschnitt 5 ist fertig und wir haben schon echt mächtig was geschafft. Batteriebox ist verkabelt und alles, hab's auch funktioniert, ausprobiert, funktioniert alles. Allerdings muss man für Seilwinde den Kanal umstellen. Die Akkubox mit der Fernbedienung hier ist einfach komisch. Ja, gut, ich meine, das Gute ist hier, man kann sich hier verstellen, aber das, naja, lass mal gut sein, ja, es gibt bessere. Die Konstruktion hier hinten ist schön, wir können es wirklich öffnen. Wir haben den Ersatzreifen und wirklich den Spaten. Den Engineer-Spaten. Ja, also alles dabei, Benzinkanister, alles wunderbar. Wir haben auch hier hinten schön viel Platz. An sich finde ich die Methode, dass die beiden Motoren auf eine Achse gehen, wie es gemacht ist, super.
Das ist eine ganz coole Methode, weil der Platz hier hinten haben wir ja eh, sage ich jetzt mal. Und es ist platzsparend. Die Türen sind ganz clever gelöst. Ich habe mich am Anfang noch gefragt, warum sind denn da Ersatz? Wie funktioniert es jetzt? Zeigeffekt und es funktioniert nicht. So, seht ihr das? Dass der hier verschwindet. Hier sind nochmal Federn dabei. Ich habe erst gedacht, das sind Ersatzfedern für die Stoßdämpfer. Nee, sie sind hier für die Türe. Um das nach hinten zu schieben, ist ein bisschen fummelig. Zack, aber es hält. Einfach, aber gut. Insofern hier sehr stabil. Meine Bedenken bezüglich der Lenkung haben sich so zerstreut oder erhärtet. Je nachdem, wie man sieht. So. Ihr seht, es funktioniert. Der Lenkeinschlag ist allerdings, da haben wir auch echt wieder Öltankerniveau. Genauso wie das hier oben nicht immer mitläuft, muss ich nochmal gucken an der Verbindung. Ich glaube, das ist ganz einfach. Aber ihr seht es nur über hier, das ist mit dem Gummi verbunden, dass es immer wieder zurückkommt. Und hier ist über die Lenkstange geht es in die Mitte. Also es wird praktisch nur von dieser einen Seite wird die Lenkung angesprochen. Wissen wir alle. Ne? Das ist nicht so clever, als wenn wir die Lenkung hier in die Mitte gesetzt hätten, den Fake-Motor raus und dafür hier die Lenkung rein. Das wäre vielleicht cleverer gewesen, weil dann hätte sie gescheit funktioniert. Sie funktioniert, aber es ist einfach blöd hier von einer Seite. Ich gucke jetzt mal, ob ich das Lenkrad hier noch besser verbunden kriege. Gut, das war Bauabschnitt 5. Viel passiert. Bauabschnitt 6. Was haben wir hier wieder stehen? Der Roll Cage, also Überrollbügel. Add Anti-Roll Frame to change the convertible. Gut, schauen wir mal und danach müsste er so aussehen. So, Bauabschnitt 6 ist auch erledigt und hat uns hier vorne noch die A-Säule gebracht und die Verstärkung vom Rahmen hier seitlich und hier natürlich Auspuff, weil wir wissen, na, hängt er hier unten, säuft die Kiste ab und deswegen geht er hier seitlich hoch wie beim Land Rover, kennen wir. Ich hatte jetzt die Wahl oder Qual der Wahl sozusagen, baue ich hinten Sitzbänke ein oder einen Überrollbügel? Beides geht nicht. Ich habe mich jetzt für die Sitzplätze entschieden. Ne? So, und dann haben wir hier Bauabschnitt 7, der Luggage Carrier. Removable Luggage Rack Convenient Ladder. Okay, schauen wir mal, wie gut es mit dem Removable Luggage Rack läuft und zimmern das Dach oben drauf und am Ende hoffen wir, dass wir dieses schöne Auto hier vor uns haben. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Aufkleber habe ich übrigens bis jetzt keine aufgebracht. Da haben wir zwei Aufkleberbögen. Jawohl. Das heißt ja nicht, das muss. Ich überlege mir noch, ob ich es behalte oder verkaufe, wie immer. Das heißt, wenn ich es verkaufe, der Glückliche darf die Aufkleber selber anbringen. So ein Glücksbild. Ja, ich habe den Sarkasmus auch gehört. Gut, machen wir fertig. So, Bauabschnitt 7 ist fertig. Nach gut 6 Stunden haben wir fertig unseren Toyota Land Cruiser, den JD40 war es, ne? Ja, JD40. Es fehlen die Aufkleber, habe ich keine angebracht. Habe ich gerade eben gesagt. Ansonsten haben wir Dachgepäckträger hier oben fertig mit der Leiter an der Seite. Die Lichterverkabelung, die wird nicht erwähnt. Ja. Aber kommt mal später gut dran. Das heißt, ihr steckt sie von hinten hier im Motorraum von hinten hinter die Frontlichter, legt dann das erste Zwischenstecker hier rein und im letzten Stück kommt er nach hinten und da stecken wir dann auch oben die Dachlichter dran. Und wenn alles richtig funktioniert, richtig cool. Ne? Ja. Wir haben keinen Gang drin. Ne? Okay, zack. Ja, die Räder sind nicht richtig aufgezogen, sehe ich gerade. Entweder die Räder oder die Achse. Ne, es ist die Achse. Es ist die Achse.
Na, gucken wir mal, was der andere Gang macht. Ah, da sind wir einiges flotter. Okay. So, das soll es aber für heute gewesen sein. Wie er fährt, welchen Wendekreis unser Öltanker hat und so weiter und so fort, das schauen wir uns dann im Review an, wie immer, und ob die Seilwinde hier funktioniert. Kurzes Fazit für die, die nicht warten wollen und sagen, hey, ich brauche das Ding, der gefällt mir. Ihr könnt ihn problemlos kaufen. Ist ein gutes Set. Es hat keine Stolpersteine. Die Qualität der Teile ist durchgehend gut. Motorisierung funktioniert, Beleuchtung funktioniert, Gangwechsel, also ne, schneller, niedriger Gang, Leerlauf funktioniert alles, Motor läuft mit. Also ist wirklich ein empfehlenswertes Set. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß beim Aufbau, muss man echt sagen. Es sind ein paar durchdachte, pfiffige Lösungen dabei, ein paar einfache. Am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist sehr rudimentär. Und dann kamen dann später doch noch ein paar Bautechniken, wo ich gedacht habe, hey, cool, super. Also insgesamt, ich bin wirklich positiv angetan. Klar, der muss euch gefallen. Also wenn, aber wenn jetzt der Land Rover gefällt, der Toyota, der Land Cruiser ist ja eigentlich mindestens genauso kultig. Und jedem in meinem Alter kennt die Kisten aus den Afrika-Reportagen. Ne? Heinz Sielmann in Afrika, Toyota oder Land Rover. Genauso Daktari und was weiß ich alles. Also mit den Dingern sind wir doch groß geworden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ach halt, ich wollte euch noch zeigen, das hier haben wir über. Die Schläuche mussten zugeschnitten werden, wie immer. Komm mal her nach hinten. So. Und dann haben wir hier ein paar Teile über. Jetzt fragt ihr euch, Moment mal, der muss doch hier falsch gebaut haben, der Junge. Nee, das sind die Teile von der statischen Version, die über sind. Ne? Deswegen sind es ein bisschen mehr wie die Pinne. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hatte wirklich jede Menge Spaß hier beim Aufbau und schaut beim Review wieder rein. Euer Frank. Bye, bye.